hallo@eurumil.com. Ich möchte mit euch heute Zucchini-Spaghetti Carbonara zubereiten und wir brauchen dafür Zucchini, Schinken, gehackten Zwiebel, Eier, geriebenen italienischen Hartkäse, Kräuter, ich habe hier Basilikumblüten und Schnittlauch, Olivenöl zum Anbraten und Paradeiser zum Garnieren. Ich habe schon einmal das Öl in der Pfanne erhitzt und ich schneide mir meinen Schinken in Würfel und die Schinkenwürfel werde ich jetzt gleich gemeinsam mit dem Zwiebel leicht anbraten. Ich bereite mir in der Zwischenzeit meine Zucchini vor. Ich habe hier einen Spaghetti-Schneider. Wer das nicht hat, kann natürlich die Zucchini auch mit dem Messer in Streifen schneiden. Und die Zucchini-Spaghetti werde ich jetzt dann mit dem Zwiebel und dem Schinken braten. Geht ganz schnell. Die Zucchini sollen ja nur heiß werden, ganz bissfest bleiben. Und jetzt kommt noch mein Eigelb drüber. Und den lassen wir nur ganz leicht stocken. Ich habe das Ei mit Salz und Pfeffer gewürzt. Soll schön cremig bleiben, wie bei den klassischen Spaghetti Carbonara. Und schon kann ich meine Zucchini Spaghetti Carbonara servieren. Ich garniere sie noch mit meinen Paradeisspalten und den Kräutern. Und ganz zum Schluss gibt es noch den italienischen Hartkäse drauf. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung findest du wie immer unter www.euromehl.com.